herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch heute Finas Pullover nähen. Das ist ein ganz schöner Pullover, der auch, ja, ich würde mal sagen, so figurnah sitzt. Nicht eng, aber figurnah. Und eben eine richtig schöne Silhouette macht. Viel Spaß dabei! Finas Pullover ist ein Schnittmuster in den Größen 34 bis 48. Das Schnittmuster enthält zwei Ärmelvarianten, also einmal glatt und einmal so ein bisschen gepufft mit einer schönen breiten Manschette unten. Und durch die Prinzessnähte bekommt er halt einen richtig tollen Sitz, genau. Und man kann natürlich optional in die Nähte auch ein Rüscher einfügen. Genau, dann sieht er ein bisschen verspielter aus. Wir starten mit dem Vorderteil und das wird aus drei einzelnen Teilen zusammengesetzt. Und du hast einmal das Mittelteil vorn, das im Bruch zugeschnitten wird, und die zwei Seitenteile. Und die Seitenteile werden rechts auf das Mittelteil gelegt und dann eben angenäht. Stecke dir das bitte ruhig richtig ordentlich fest. Denn gerade in dem Brustbereich, da haben die Seitenteile ja die Wölbung, das siehst du jetzt oben ganz gut noch im Bild. Ja, damit dich der Pullover eben hinterher schön an den Körper anschmiegt und eben auch der Form folgt. Und da kann das beim Zusammenstecken so ein bisschen welliger und beuliger werden. Also deshalb gerade im Brustbereich einfach sehr gut fixieren und dann alles zusammennähen. Ich habe jetzt die Nahtzugabe der Nähte auch zu den Seitenteilen weggeklappt und nochmal mit einer Naht fixiert. Dann ist sie einfach sicher und beult die Naht nicht aus und alles sieht schick aus. Weiter geht's mit dem Zusammensetzen. Leg also Vorder- und Rückenteil rechts aufeinander und nähe die Schultern zusammen. Da ich von diesem Strickstoff nur einen Meter hatte, musste ich an den Ärmeln jetzt auch ein bisschen stückeln und habe sie in zwei Teilen zugeschnitten. Und die Teile habe ich jetzt hier rechts aufeinander gelegt und eben zusammengenäht. Und auch hier habe ich die Nahtzugabe wieder zur Seite geklappt. In dem Fall habe ich die, glaube ich, nach oben weggeschlagen und festgesteppt, damit sie nachher eben nicht aufträgt. Jetzt geht es auch schon weiter mit dem Ärmel und ich habe mich für die geraffte Variante entschieden und da hast du ja hier die Ärmeleinsatzpunkte und die habe ich mir markiert und in dem Bereich über die Armkugel wird der Stoff gerafft und das kannst du auf ganz verschiedene Art und Weisen machen, also du kannst das mit Framilon machen oder mit einem Gummiband. Also ich mache das wirklich immer meistens auf die ganz, ganz alte und einfache Art. Da sieht man schon den Faden, der da rumhängt. Also mit so einem Heftfaden, den nähe ich halt einmal genau über die Runde rüber und raffe dann da oben in dem Bereich den Ärmel. Und das Ganze bitte schön gleichmäßig. Dazu nähst du oben einen Heftfaden, eben genau in dem Bereich zwischen den Markierungen. Und an dem Faden raffst du den Stoff gleichmäßig. Und zwar so viel, dass er dann an das Armloch ranpasst. Und jetzt zeigt sich für mich auch immer dieser riesen Vorteil von der Variante. Denn, mal korrigieren hier. Hier hast du jetzt eben die Möglichkeit, das wirklich so anzupassen, dass es auch funktioniert. Das heißt, du packst dir jetzt den Ärmelausschnitt hin und nimmst den Ärmel und du hast ja den Bereich, in dem der Ärmel nicht gerafft ist. Dort kannst du ihn jetzt eben schon mal richtig feststecken an dem Ärmelausschnitt. Und dann weißt du nämlich genau, wie viel der Ärmel noch gerafft werden muss, damit er jetzt an den Rest von dem Ärmelausschnitt passt. Und
mit der Variante hier kannst du eben ganz super, während du das feststeckst, nochmal korrigieren und die Raffung noch ein bisschen mehr machen oder eben ein bisschen verringern, sodass es eben nachher auch wirklich von der Weite her passt und dass du beim Nähen eben keine Probleme bekommst. Ich habe mir hier für die Variante einen etwas festeren Strickstoff ausgesucht und habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass es sich oben dann schön legt und dass der Puff oben noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber, und deswegen zeige ich das jetzt hier auch mal, das ist leider nicht so geworden, wie es sollte, sondern hat sich da eher so ein bisschen in Falten gelegt, würde ich es mal sagen. Der war halt irgendwie dann doch ein bisschen zu widerspenstig. Nichtsdestotrotz gefällt mir und ich werde es tragen, aber die Raffung oben hängt wirklich sehr von der Stoffwahl ab, die man so nimmt. Ne? Das wollte ich auf jeden Fall mal zeigen. Genau. Ansonsten wird jetzt einfach alles wieder gewendet und links auf links gelegt. Solltest jetzt natürlich beide Ärmel schon eingenäht haben. Und dann habe ich jetzt hier den Vorteil, Nachteil, also wie auch immer. Ne? Ich habe ja diese zusätzliche Naht am Ärmel. Da habe ich jetzt also aufgepasst, dass sowohl der Ärmelabschluss schön übereinander liegt, die Ärmelnaht, die ich noch reingenäht habe, um den Ärmel zusammenzusetzen, dass das eben schön übereinander liegt. Und man kann sich das hier auch wieder super fixieren mit ein paar Nadeln. Und im Grunde wird jetzt der Pullover zusammengenäht. Einmal vom Ärmel ausgehend, in einem Rutsch den Ärmel entlang und die Seitennaht entlang. Es geht weiter mit dem Beleg und da legst du die zwei Belegteile rechts aufeinander und nähst sie als erstes zusammen und danach habe ich einmal außenrum den ganzen Beleg insgesamt versäubert. Genau, ich habe mir den Beleg hier auch wieder 90 Grad verdreht zum Fadenlauf zugeschnitten, also anders als er eigentlich auf den Schnittteilen drauf ist, weil ich dachte, dass das einfach wieder besser hält und das dann sonst vielleicht zu labbrig sein kann. Und hat funktioniert. Ne? Also wenn der Beleg nämlich zu elastisch ist, dann beult euch das beim Zusammennähen, aber da beim Annähen an dem Pullover dann immer gern mal aus. Und das ist so ein bisschen blöder, ne? Also ich habe es, wie gesagt, erst zusammengenäht und dann einmal ringsum versäubert. Und den Ausschnitt habe ich nicht versäubert in, weil da nähe ich das ja gleich an. Und dann ist das in einem Rutsch erledigt. Nun nimmst du den Beleg und heftest ihn an den Ausschnitt außenrum an. Genau, schön aufpassen, dass die Nähte wieder übereinander sind, damit es hinterher eben auch schön aussieht. Und ja, dann alles gut miteinander fixieren. Mir sind ja hier oben wieder Stecknadeln am liebsten, aber du kannst da auch gerne Wonderclips nehmen. Genau, ansonsten jetzt einfach alles schön übereinander feststecken. Der Ausschnitt hier ist jetzt relativ hochgeschlossen, das habe ich mit Absicht so gemacht, aber das ist jetzt auch eine sehr gute Gelegenheit, wo man den Ausschnitt von der Größe anpassen kann, denn jetzt ist alles so gut fixiert, du könntest jetzt hier eben den Ausschnitt ein bisschen größer schneiden. Ne? Das geht natürlich nicht, wenn die Nadeln so drin stecken, sondern ich mache es immer so, dass ich mir, wenn jetzt alles gut passt, die Nadeln eben dahin mache, wo der Ausschnitt dann später, oder nicht der Ausschnitt, sondern da, wo der Pullover auf jeden Fall noch ist, ne? Und dann eben mir jetzt hier den Ausschnitt vergrößere und ausschneide und ja, dann kann man auch schon mal reinschlüpfen, gucken, ob es von der Größe her passt. Lieber vorher ein bisschen weniger abschneiden und dann immer nachschneiden. Zu blöd ist, wenn der Ausschnitt dann zu groß ist, ne? Aber ja, das kann man jetzt in dem Moment ganz gut machen. Kommen wir zu den Ärmelbündchen. Und auch hier musste ich stückeln, weil ich hatte ja nur einen Meter Stoff und habe das Bündchen in zwei Teilen zugeschnitten. So sieht das Schnittteil ja eigentlich aus. Genau, ne, also da in der Mitte ist eigentlich die Bruchkante.
Und ich musste auch ein bisschen einkürzen, was jetzt auch nicht so schlimm war. Aber ich muss jetzt natürlich erstmal das Bündchen zusammennähen. Also nehme ich die zwei Teile und lege sie rechts aufeinander und nähe sie dann eben unten an der Kante, wo eigentlich die Bruchkante ist, zusammen. Wenn das Bündchen in zwei Teilen zugeschnitten wird, dann musst du natürlich da unten den Zentimeter Nahtzugabe dazugeben, ne? Okay, also jetzt haben wir es rechts auf rechts. Genau, da wird es zusammengenäht. Und das sieht dann so aus, wie jetzt hier rechts im Bild. Ne? Also das wäre dann das große Bündchen. Und das wird jetzt wiederum rechts auf rechts gefaltet. Sieht dann so aus und dort zusammengenäht. Und dann hast du eben den Schlauch, so wie du ihn brauchst. Wenn du dann das Bündchen umstülpst, bitte wieder aufpassen, dass die Nähte übereinander liegen, damit das alles schön ist und eben schön ausformen. Und bei der Variante kommt jetzt hier die Naht unten auch nochmal schön zur Geltung. Also mich stört es nicht. Ich finde sogar, dass das ganz schön aussieht. Du kannst natürlich auch hier unten das Bündchen nicht aus dem Strickstoff zuschneiden, sondern einfach ein richtiges Bündchen nehmen. Ne, also nicht den Pulloverstoff, sondern ganz normales, vielleicht so ein bisschen gerippteres. Ja, also das kannst du machen, wie du möchtest. Wenn du jetzt ein Bündchenstoff genommen hast, ist der sehr elastisch und du kannst das Bündchen einfach über den Pullover ziehen, annähen und das wird dann automatisch enger, ne? Das funktioniert jetzt bei dem Strickstoff hier nicht. Also hier muss ich jetzt zuerst den Ärmel eben wieder raffen mit meiner Methode, dass er so weit vom Umfang ist, dass eben das Bündchen ranpasst und dann zusammennähen. Wie gesagt, wenn du richtigen Bündchenstoff nimmst, dann kannst du wahrscheinlich einfach das Bündchen annähen und das rafft sich automatisch zusammen. Ja, das hängt so ein bisschen ab vom, vom Stoff, ne? Ich habe das jetzt auch mal hier kurz überprobiert. Also das Bündchen soll wirklich eng anliegen. Das funktioniert mit dem Stoff auch super. Und so mache ich das auch immer an den Ärmel ran, weil es ein bisschen einfacher ist. Und wenn du das jetzt reingestülpt hast, bitte da natürlich auch darauf achten, dass wieder die Nähte übereinander liegen, ja, damit es einfach später schön aussieht. Wenn du dann das Bündchen angenäht hast, oder die Bündchen von beiden Ärmeln bitte, dann bitte noch unten den Abschluss versäubern, also einmal Nahtzugabe umklappen und feststeppen. Und schon ist der Pullover fertig. Und er kann eben wirklich ganz, ganz schlicht und einfach genäht werden. Wie gesagt, normalerweise bei einem weicheren Stoff hast du oben auch ein bisschen schönere Puffärmel dran. Du kannst auch den glatten Ärmel nähen, ne? Der ist dann oben nicht gerafft und hat eben unten ganz normale, klassisches Ende, ne? Genau, aber das Beispiel wollte ich auch nochmal auf jeden Fall zeigen, weil ich das einfach wahnsinnig schön finde und man eben auch sieht, dass Stoff mit Muster überhaupt kein Thema ist, auch wenn vorne die Prinzessnaht drin ist, ne? Also gerne einfach probieren, der Pullover wird auf jeden Fall schön. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, dir gefällt der Pullover genauso gut wie mir und du darfst mir gerne einen Daumen hoch da lassen oder sogar ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!